Gedanken auf der Straße latschen, das macht Spaß. Manche haben echt den Schuss nicht gehört. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Yo, hi Leute. Bin mal wieder bei feinstem Wetter unterwegs. Und ich werde heute mal in den Süden von Berlin fahren. Ich hatte da mal alte Bekannte. Aber wie es so ist, ja, man hatte dann einen anderen Job und hier und da irgendwie, man hat sich aus den Augen verloren. Irgendwann waren dann denen ihre Telefonnummer auch nicht mehr aktuell. Naja, egal wie ich gekommen ist. Ich fahre jetzt mal da runter und guck mal, ob die da noch wohnen. Ja, deshalb schaue ich jetzt mal da runter. Das Ding ist, das funktioniert nur, wenn ich sie auch sehe. Dann wie sie mit Nachnamen hieß. Keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass keine Baustellen unterwegs sind und irgendwelche Umleitungen. Denn so wirklich im Kopf habe ich die Strecke nicht mehr. Gut, ich habe zur Not mein zweites Handy dabei und könnte vorne als Navi dran machen, ist kein Problem. Aber so wäre es mir eigentlich lieber. Unterwegs bin ich heute wieder mit einem Enduro-Helm. Ja, und der ist eindeutig leiser wie der Integral-Helm, warum auch immer. Eigentlich sollte der durch den Schirm normalerweise lauter sein. Und hier bin ich auch schon ewig nicht mehr lang gefahren. Wie gesagt, wie lange ist das jetzt her? Also schon 12 Jahre. Deshalb bin ich echt mal gespannt, ob die noch da wohnen. Wäre ja cool. Ach scheiße, jetzt bin ich hier. Oh, jetzt muss ich unter links biegen. Also ein Dreck. Ja, nö. Komm. Das kriegen wir woanders hin. Kacke, eigentlich soll ich da hinten lang. Mal gucken, muss ich mal irgendwo umdrehen hier. Und da darf ich bloß rechts abbiegen. Na geil. Okay, dann probiere ich es mal hier mit rechts runter. Oh, jetzt könnte ich schon fast wieder wetten, dass ich da bloß rechts abbiegen darf. Da vorne ist schon wieder Baustelle. Muss ich da rechts rüber? Was ist das schon wieder für Umleitungsschild? Könnt ihr Straßennamen hinschreiben, so viel wie ihr wollt. Ich kenne die sowieso nicht. So, ich glaube, hier muss ich jetzt dann auch rechts. So, einmal über die Spree. Es ist gesperrt, ich will glaube ich sowieso links. So, und jetzt wird es dann interessant, jetzt muss ich gucken, wo ich da vorne irgendwo abbiegen musste. Also das kenne ich auch nicht. Das müsste auch relativ neu sein. Da hinten oben ist gesperrt oder was? Ah, ey, ich muss doch da lang. Kacke. Oh. Okay. Jetzt bleibt mir dann nichts anderes übrig, als das Handy ranzumachen. Mal
weil ich nämlich jetzt hier irgendwie null Blauen habe. Scheißegal. Okay, ich soll da runterfahren. Oh, geile Form am Moped. Oh, hier ist der Benzin noch billig. 1,65. Oder hat die zu oder was? Nö. Okay. Fuhren die Tanke nicht 1,80 oder habe ich nicht richtig geguckt? Das nächste Ding ist, ich weiß ja jetzt gar nicht, auf welcher Höhe vom Mariendorfer Damm ich rauskomme. Das ist ja noch geiler. Vielleicht sollte ich das nochmal neu eingeben. Aber so lernt man wieder neue Ecken von Berlin kennen, denn die kenne ich ja noch nicht. Umleitung geradeaus, Umleitung rechts. Zu wissen, welche Umleitung man nimmt, sollte man wissen, wo man hin muss. Wahrscheinlich müsste ich aber eher nach rechts wieder. Hallo? Alter, was soll denn das? Ich sag mal, will der mich verarschen? Du gehst mir heute ein bisschen auf den Zeiger. Alter, was ist mit dem Handy los? Hallo? Dann stoppen wir das Ding halt mal neu. Stunden später. Der schickt mich auf die Autobahn. Ja gut, ein Stück Stadtautobahn können wir mal mitnehmen. Richtung Spätstraße. Obwohl Spätstraße klingt dann schon wieder gut, das sagt mal was. Ja, ich glaube, ich weiß, wo ich rauskomme. Ja, ich glaube, jetzt geht es nur noch geradeaus. Weil hier kostet wieder 1,77. Die Tankstelle eine Sonderaktion, oder? Warum war der so günstig? Ich hoffe mal nicht, dass da hinten Regen kommt. Das wäre so schon mal gar nicht eingeplant. Aber eigentlich bin ich da sowieso gleich da. Sollte es regnen, gibt es natürlich irgendwo an der Tanke einen Kaffee. Und die Polizei ist auch dabei. So, eigentlich kann ich das Handy jetzt dann wieder abmachen. Halt mal schnell hier an. Ob die jetzt gedacht haben, dass ich wegen denen anhalte? Also das Wetter da hinten gefällt mir nicht. Ja, hier ist jetzt auch irgendwo der TÜV. Ja, genau hier. Da war ich. Damals mit meiner Yamaha Blaster. Wer es nicht kennt, ist ein Sportquad mit 200 Kubik und ein Zweitakter. Und das Ding hatte eine Cabrio-Zulassung. Sprich, ich hatte drei DIN A4 Seiten Ausnahmegenehmigungen mit dabei. Und dann bin ich hier zum TÜV. Da hatte ich vorher mit auch eben gesprochen, der auch Quad fährt, damit der geht dahin, der hat richtig Ahnung. Da hast du keine Probleme. Hatte ich den angerufen? Oder ja, kannst vorbeikommen. Ich komme vorbei, wer war nicht da? Der. So, naja, und dann meldet die aber dann, ja, das müssen die anderen auch können, die kriegen ja schließlich auch ihr Geld dafür. Sie können auch gleich hochgehen. Da ist auch gerade nicht viel los. Es war tatsächlich nicht viel los. Ich war der Einzige. Und wenn du dann mit so einem Exoten da ankommst, kannst du dir gewiss sein,
dass nicht nur ein Prüfer die Aufmerksamkeit auf dein Fahrzeug lenkt. Da waren sieben. Und jeder wusste den anderen Scheiß besser. So wirklich gefunden haben sie aber nichts, also hatten sie dann gemängelt, sind hinten die Achslager, die haben zu viel Spiel. Völliger Quatsch, ich hatte die Dinger dann, ich habe das zwar gewechselt, aber die neuen hatten genauso wenig. Oder besser gesagt, genauso viel Spiel. Naja, jedenfalls musste ich zur Nachprüfung und da bin ich dann aber gleich zu einem anderen gefahren, dachte ich, den Zirkus gibt's doch nicht nochmal. Und da habe ich dann auch meinen TÜV gekriegt, rucki zucki, ohne Probleme. Was machen die hier? Ach, der parkt da ein. So, jetzt muss ich bloß kurz ein bisschen aufpassen, dass ich nicht falsch fahre. Ich muss da drüben rein. So. Bis hierher weiß ich es eigentlich noch. Man kommt ja, glaube ich, von zwei Seiten ran. Ich könnte jetzt hier an der Ampel auch rechts fahren. Aber da bin ich mir nicht mehr sicher, wo ich dann links abbiegen muss. Ich fahre mal da runter. Da unten gibt es auch noch eine Abkürzung. Da sind in der Mitte so eine Poller, aber da weiß ich nicht, ob ich mit der dicken hier durchkomme. Eigentlich könnte ich jetzt hier rein, aber ich weiß nicht, ob das passt. Und das wäre mir auch zu peinlich, wenn ich zwischen den Pollern stecken bleibe. So, dann also muss ich jetzt hier rechts rum. Ach Gott, ach Gott. Das ist echt schon Ewigkeiten her. Aber ich sollte mal testen, wie die... Nee, das war's nicht. Ich sollte eh mal testen, wie die Tri-City in engen Straßen ist. Okay. Okay. Was ist das hier? Das hatte ich jetzt so nicht in Erinnerung. Einfach mal hier durch. Oh Gott. Bin ich jetzt hier noch richtig oder bin ich nicht richtig? Da ist eine Ampel. Warte mal, da geht eine Straße rein. Ja, ich glaube, hier bin ich richtig. Kommt dann natürlich hier noch mal raus. Ist auch eine der geilsten Straßen hier. Aber wenigstens habe ich einen Parkplatz.